Nun haben wir merkwürdigerweise seit einigen Wochen einen Themenwechsel. Das Thema Ukraine verschwindet und auf einmal sehen wir Menschen unter russischem Einfluss, die verstärkt jetzt fremdenfeindliche Propaganda machen. Was ist da geschehen? Parallel zu der ganzen Kampagne gegen die Motive der Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine gab es ja schon die ganze Zeit, gab es eigentlich schon jahrelang eine unbeobachtete politische Unterstützung von Seiten des Kreml oder seiner Nichtregierungsorganisationen und Thinktanks für rechte Parteien in der Europäischen Union. Die Nichtregierungsorganisationen des Kreml und die von Russland finanzierten Medien, die einerseits behaupten, man kämpfe im Donbass gegen Faschisten, unterstützen gleichzeitig rechte, rechtsextreme Parteien in etlichen Ländern der Europäischen Union. Und zwar nicht erst seit 2 Jahren, sondern es hat sich aufgebaut eigentlich seit dem Jahr 2008, 2009. Was ist das Ziel dieser Eingriffe Russlands in sozusagen westeuropäische Prozesse mit Hilfe rechter und rechtsextremer Gruppen? Also auffallend ist, dass die russischen Propagandakanäle, sag ich mal, und auch Zusammenarbeit mit rechtsextremen und rechten Parteien darauf zielt, zum Beispiel antieuropäische Haltungen, antiamerikanische Haltungen, rassistische Haltungen, Haltungen gegen einen irgendwie korrupten und verkommenen Westen, auch Haltungen gegen das internationale Bankenkapital, solche Haltungen zu unterstützen. Und da trifft sich eben jetzt dieser Wunsch der russischen Propaganda, die Europäische Union zu destabilisieren, mit der Programmatik der gesamten rechtsextremen Szene in der Europäischen Union. Wie verhalten sich denn die deutschen Rechten AfD und NPD in Sachen Europa und Russland? Alle Rechten im Europäischen Parlament vertreten eine harte, geschlossene Linie gegen die Sanktionen gegen Russland, die mit der Annektierung der Krim und der Destabilisierung des Donbass verbunden sind. Sie sind sich da übrigens einig mit der Linken im Europäischen Parlament. Dann ist bekannt, dass rechte Abgeordnete und auch rechte Parteien insgesamt, die hier präsent sind, durch Russland auch Unterstützung fahren, zum Beispiel dadurch, dass es eine neue rechte Allianz, europäisch rechte Allianz gibt, die in Russland tagt. Es hat ein Treffen europäischer rechtsextremer Parteien in Jalta gegeben. Es hat ein von Russland gefördertes Treffen rechter Parteien auch in St. Petersburg gegeben. Also diese Ermutigung zu einem Zusammenschluss rechter und rechtsextremer Parteien, die ist auch ein Zeichen dafür, wie groß das Interesse im Kreml an der Destabilisierung der Europäischen Union insgesamt ist. Haben Sie Hinweise auf Geldflüsse von russischen Institutionen an europäische oder an Parlamentarier rechtsextremer Parteien? Als das Gerücht aufkam, dass die Le Pen-Partei einen großen Kredit aus Russland bekommen hat, habe ich direkt im Plenum Marine Le Pen die Frage gestellt und sie hat diesen Kredit über mehrere Millionen Euro bestätigt und hat gesagt, das sei doch ganz normal, wenn man in Europa Schwierigkeiten habe, Kredite zu bekommen, dann wende man sich eben an eine russische Bank. Zusätzlich ist bekannt, dass auch ihr Vater vor einigen Jahren schon einen Kredit von 2 Millionen Euro bekommen hat. Über Finanzierung anderer rechter und rechtsextremer Parteien aus Russland haben wir hier keine Bestätigung. Ich sehe allerdings die Unterstützung, die es auf anderen Ebenen gibt, als genauso relevant an. Also wenn immer wieder Politiker der rechten und der rechtsextremen Parteien in Rapti oder auf Sputnik Raum bekommen, um ihre antieuropäische und rechtsextreme Propaganda in Westeuropa, in ganz Europa zu verbreiten, dann ist das natürlich eine massive Unterstützung. Es gibt hier nun nämlich seit wenigen Monaten die Stratcom East-Einheit bei Frau Mogherini.
Was machen die? Stratcom Leute, das ist ja eine kleine Abteilung, gemessen an der Aufgabe, die machen Beobachtung und die stellen erst mal fest, was eigentlich auf diesen Propagandamedien los ist und was diejenigen, die diese Propagandamedien verfolgen, was die in die Köpfe bekommen. Und Stratcom hat gleichzeitig eben die Aufgabe, mit dieser Beobachtung dann auch zu begründen, eine Antwort, eine strategische Antwort aus der Europäischen Union auf diese Herausforderung. Und was gut ist, ist, dass endlich beobachtet wird. Was schlecht ist, ist, dass wir Jahre hinterher sind, weil diese neue Strategie, die begann ja schon nach dem Georgienkrieg, also die ist schon 6, 7, 8 Jahre alt. Der Kreml war früh dran mit dem Versuch, uns da zu irritieren und auseinanderzutreiben. Und wir haben erst seit der Ukraine angefangen zu begreifen, was da passiert. Welches Beispiel fanden Sie am widerlichsten an Beispielen dieser hybriden Kriegsführung, dieser Propaganda? Also ich habe monatelang immer wieder Bilder und Informationen dazu bekommen, dass ukrainische Soldaten ein Kind, einen Säugling getötet haben sollen und diesen Säugling dann auch vor der Kamera haben ausbluten lassen sollen. Ich fand es wirklich schrecklich, auch wie viele Leute das in den sozialen Medien immer wieder aufgegriffen haben und neu gepostet haben. Wie bezeichnen Sie das, was Russland mit Hilfe rechtsextremer Parteien in Europa macht? Das ist eine Propaganda, die auf die Fundamente der Europäischen Union zielt und Information wird in der Auseinandersetzung, die da geführt wird und die die Rechtsextremen ganz besonders für Russland führen, Information wird darin zur Waffe.